Mutter die Tochter getrennt? Hat er von der Tochter die Mutter getrennt? Hat er einen Gefangenen nicht freigelassen, einen Gefangenen nicht gelöst? Hat er einen Eingekerkerten das Licht nicht schauen lassen? Hat er bei einem Gefangenen, fange ihn, gesagt? Gegen die zurzeit berufslose Anita G., geboren am 2.4.1937, zurzeit ohne festen Wohnsitz, ledig, nicht vorbestraft, wird das Hauptverfahren vor dem Amtsgericht in Braunschweig eröffnet, weil sie hinreichend verdächtigt ist, zu Braunschweig in der Zeitform durch eine selbstständige Handlung eine fremde bewegliche Sache in der Absicht, sie sich rechtswidrig zuzueignen, fortgenommen zu haben, indem sie eine der Angelika Huss gehörige Strickjacke aus deren Spind an sich nahm und die darin befindlichen Gegenstände ebenfalls an sich brachte. Vergehen strafbar gemäß § 242 StGB eine richterliche Unterschrift. Anita G., 22 Jahre alt. Ja. Sie sind herübergekommen. Sie kommen aus der Gegend von Leipzig. Dort sind meine Eltern. Sie selbst sprechen aber nicht so. Nein. Wann sind Sie zurückgekommen? 1957. Sie behaupten nach Aktenlage, Ihre Großeltern seien 1938 geschädigt worden. Ja. Sie sind also Jüdin. Jawohl. Wollen Sie sagen, dass das, was Sie als Kind frühestens 1943, 44 wahrgenommen haben können, irgendetwas mit der Gegenwart zu tun hätte, mit Ihrer gegenwärtigen Lage? Nein. Also lassen wir das nicht zurück. Was waren Ihre Eltern? Sie kamen 1945 zurück und bekamen die enteigneten Fabriken zurück, die Sie dort hatten. Ist das wahr? Wenn ich es Ihnen sage. Was hatten Sie? Ich ging in die Schule. Vor 1945 waren Sie von der Schule teils ausgeschlossen. Ja, jetzt ging ich aber zur Schule bis 1952. Haben Sie Abitur? Nein. Was taten Sie dann? Ich war in Zerbst als Telefonistin tätig. Ich wollte gerne etwas lernen. Ja, warum gaben Sie das auf? Ich hatte plötzlich Angst und ging in die Westzone. Was heißt Angst? Aufgrund bestimmter Vorfälle? Aufgrund früherer Vorfälle. Ach, Sie meinen bewusst aus dem Jahre 1943, 44? Das glaube ich nicht. Nach der Lebenserfahrung wirkt das bei jungen Leuten nicht nach. Ich fühlte mich nicht sicher. War es nicht vielmehr so, dass Sie sich hier bessere Chancen ausrechnen? Ja, so war es. Dann gingen Sie in städtische Dienste in Braunschweig. Ich wurde Krankenschwester in Braunschweig. Hier beginnen Sie die vorliegende Straftat. Zur Sache. Kommst du davon? Und legen Sie die Hände hier ruhig auf den Tisch und seien Sie ganz ruhig. Ja. Sie sagten, Sie waren ganz durcheinander. Was wollen Sie damit sagen? Sie mussten sich doch sagen, dass das auffallen musste. Nur Sie konnten diese Weste oder Jacke weggenommen haben. Haben Sie denn gefroren? Ja. Aber es war doch Sommer. Ich friere auch im Sommer. Das ist aber nach der Lebenserfahrung ungewöhnlich. Sie mussten sich doch sagen, dass diese Wolljacke nicht in Ihrem Besitz bleiben würde. Also ich lese hier, das Kleidungsstück wurde in nicht verstecktem Zustand gefunden. Haben Sie den gestohlenen Gegenstand nicht versteckt? Hielten Sie das nicht für nötig? Ja, hatten Sie denn kein schlechtes Gewissen, dass Sie einer Arbeitskollegin eine Jacke weggenommen haben? Hatten Sie eine innere Hemmung zu überwinden? Das war ganz gefühlsmäßig. Nun, also, das ist nicht abschließend festzustellen. Wenn sie den Pullover in die Wohnung einbrachte, hat sie dann den Gewahrsam aufgegeben oder nicht? Ich meine, die Geschädigte. Gewahrsam eines anderen.
Der andere braucht nicht der Eigentümer zu sein. Gewahrsam ist das tatsächliche Herrschaftsverhältnis, kraft dessen der unmittelbaren natürlichen Herrschaftseinwirkung auf die Sache unter Ausschluss anderer keine Hindernisse entgegenstehen. Dies ist nach den Erfahrungssätzen des täglichen Lebens zu beurteilen, nicht nach dem BGB, das auch Besitz ohne tatsächliche Herrschaft kennt. So hat der Besitzdiener, wie die Hausangestellte, keinen Besitz, aber Gewahrsam. Der Erbe besitzt aber nicht Gewahrsam, sodass an Sachen des Erblasses vor tatsächlicher Besitznahme durch einen anderen unterschlagend nicht Diebstahl möglich ist. Auch der mittelbare Besitzer hat keinen Gewahrsam, so insbesondere bei Übergabe von sogenannten Transaktionspapieren. Ob die Möglichkeit tatsächlicher Herrschaft gegeben ist, ergibt die Anschauung des täglichen Lebens. Ein Mammut, das im Eise steckt, hat unser Walter hier entdeckt. Jetzt aber plötzlich aufgewacht, hat es die Augen aufgemacht und rief, vergnügt trotz hohem Alter, »Ei, guten Morgen, lieber Walter!« Nun kam auch Eduard mit der Geig und spielte einen Walzer gleich. Das Mammut machte Schritt vor Schritt, der Walter, der ging mutig mit. So tanzten sie vergnügt und lang. Das liebe Mammut aber sang, »Nun sind wir müd, nun sind wir heiß.« Jetzt essen wir Vanilleeis und Riesen-Urwelts-Biskuit. Die brachte ich aus der Eiszeit mit. Das Gericht kann den zu zeitiger Freiheitsstrafe Verurteilten mit seiner Zustimmung bedingt entlassen. Die Bewährungszeit darf die Dauer des Strafrestes nicht unterschreiten. Bei uns geben die Strafrichter für 6 Monate Strafrest 2 Jahre Bewährung. Hat die Verurteilte keinen eigenen Wohnsitz, so werden wir uns bemühen, sie in unsere Gemeinschaft aufzunehmen. Leider geschieht das nicht überall, denn es erfordert Idealismus. Guten Tag, Anita. Ich sehe, es geht Ihnen gut. Ich bin froh, Sie so glücklich zu finden. Ich sprach mit Ihrem Vorgesetzten. Danken Sie Gott, dass wir für Sie eine so angenehme Arbeit gefunden haben. Finden Sie, dass Sie es verdient haben? Reden Sie noch so oft wie mit mir während der Haft? Ich möchte nur das Gute. Mein Herz freut sich, das Gute zu tun. Lassen Sie uns dankbar sein, dass wir für Sie eine Arbeit, und zwar eine ziemlich gute Arbeit, gefunden haben. Was nennen Sie eine Gefahr? Gefasst zu werden. Wer will Sie fassen? Die Polizei. Nennen Sie die Ursache dafür? Weil ich gestohlen habe. Bilden Sie einen anderen Begriff. Enteignung. Wie in der Zone. Wer stiehlt, wird enteignet. Sie wissen selbst, dass das nicht stimmt. Bilden Sie einen anderen Begriff. Bewährung. Was verstehen Sie darunter? Wenn man sich bessert. Sehen Sie, das ist gut so. Bilden Sie einen weiteren Begriff. Gutes tun. Was verstehen Sie unter Gutes tun? Eine gute Tat. Was ist gut? Das, was gut tut. Das ist nicht ganz richtig. Möchten Sie nicht herunterkommen und mit uns Tee trinken? Wenn Sie hier durch sind, sind Sie auf einmal durch. Dann haben Sie es hinter sich. Wir werden es schon schaffen. Nun wollen wir mal ganz zuversichtlich in die Zukunft blicken. Nun wollen wir mal ganz zuversichtlich sein. Mein liebes Kind, jetzt machen Sie sich einen schönen Abend.
Jetzt machen wir es uns recht gemütlich. Was wollen Sie denn mit Ihrer sogenannten Freiheit anfangen? Friede und Ruhe. Damit kann man doch gar nichts anfangen. Zur gleichen Zeit noch etwas, welches nicht Unfriede und Streit ist. Und es ist ja nichts da, daran zu streiten. Die Freiheit, die ich meine. Sagen Sie mal, heißt das der Mensch oder das Mensch? Der Ekel? Nichts, nichts. Hier, so sitzen daher setzt jeder palabert, jeder palabert und der Unglücksbund ist da, dann muss ich mal an den Satz denken. Nun seien Sie doch ruhig vielleicht. Hafen der Liebe, den jene erreichen, die sich mit der Reue plagen. Wenn Sie mir eben zugehört hätten, dann würden Sie mich nicht schon wieder unterbrechen. Reue, ist denn das alles, ist denn das alles christlich? Ernsthaft bemühen, um ruhig und sanft zu werden. Was ist ein Schächer? Früher dachte ich Tscheche. Aber Schächer ist etwas anderes im eigentlichen Wertsinn. Sehen Sie, wenn heute jemand fromm ist, so meint man gleich, er ist blemblem. Aber besuchen Sie uns einmal. In unserem Pfarrhaus kann man Tennis spielen, lesen, Schach spielen und Fernsehen. Es geht hier um Schallplatten. Und was ist darauf? Fremdsprachen. Ist das was Gutes? Ja, natürlich, das ist was Gutes für die Leute. Sie lassen hier unterschreiben. Es ist etwas kompliziert. Hier unterschreiben? Nein, nein, hier unten. Das füllen Sie nachher aus und das muss erfragt werden. Ja. Sie erhalten 25% vom Auftrag. Und die Leute zahlen ihre Raten nachher? Ich würde Ihnen sagen, es verteilt sich auf 36 Raten, tut also nicht weh. Genauso müssen Sie sagen. Die lernen dafür. Und wenn Sie nicht zahlen? Erhalten Sie einen Zahlungsbefehl postwendend. Gegenstand unseres Unternehmens ist der Vertrieb einer handlichen Schallplattenkassette für Fremdsprachen mit 36 Platten. Wir haben sonst keine Frauen, sondern Vertreter mit Krawatten an. Durchaus seriös. Unser bester Vertreter hatte einen amerikanischen Wagen. Angestellte sind zu pingelig, lieber Arbeiter, zwischen 20 und 30. Sie wollen sicher Ihre Chancen verbessern, Sie zahlen jetzt etwas mehr dafür, haben aber später etwas mehr davon, das sagen Sie Ihnen.